Stress ist ein sehr populärer Begriff, wird ja im angloamerikanischen Raum gerne mit Burnout verwechselt. Aber ich will da jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Wichtig ist für uns, der Begriff Stress ist eigentlich kein Krankheitsbild, sondern Stress ist ein Ausdruck von etwas. Also Stress ist ja letzten Endes, da passieren verschiedene Vorgänge im Körper, die auch physiologisch messbar sind, wo die Leute unter Strom geraten. Ich nehme es mal so, das ist auch eine Form von Stress. Und wo sich auch Körpersymptome verändern. Und der Begriff Stress unterscheidet sich von Depression. Das wird auch verwechselt. Vor allem dadurch, dass Stress im Prinzip hauptsächlich mit der Arbeitswelt verbunden ist. Das heißt also, Stress entsteht auf der Arbeit, wenn Sie überfordert sind, wenn Sie mit dem Zeitkontingent nicht hinkommen, wenn Sie einen cholerischen Chef haben oder mit dem Kollegen am Schreibtisch nicht klarkommen. Da entstehen die typischen Stresssituationen.